Wir übersehen ihn. Wir gehen über ihn hinweg. Wir treten ihn mit Füßen. Tagtäglich. Dabei brauchen wir ihn. Wie die Luft zum Atmen. Höchste Zeit, dass wir über den Boden reden. Höchste Zeit, dass wir den Boden schützen. Es gibt kein Leben ohne ihn. Er ernährt uns. Und wir sind für ihn verantwortlich. Boden entsteht aus Gestein. Dass Sonne, Wind und Regen Tiere und Pflanzen langsam zersetzen. So entsteht 10 cm fruchtbarer Boden in 2000 langen Jahren. Nur 10 cm in 2 Jahrtausenden. Boden, den wir in wenigen Jahren aufbrauchen. Unwiederbringlich. Wälder und Pflanzen schützen den Boden. Aber jährlich werden 13 Millionen Hektar Wald gerodet. Dazu Felder unangepasst bewirtschaftet. Hinzu kommen Monokulturen und Ackerbau an Hängen. Nach der Ernte bleiben die Felder nackt und ungeschützt. Das alles beschleunigt die Erosion um ein Vielfaches. Vom Winde verweht, vom Wasser hinweggespült. 24 Milliarden Tonnen fruchtbarer Boden. Allein in 2011. Ein Verlust von 3,4 Tonnen pro Erdbewohner, ob Säugling oder Greis. Die Erosion kostet jeden Menschen 60 Euro pro Jahr. Insgesamt 420 Milliarden Euro weltweit. Ein kaum vorstellbarer Betrag. Dazu wachsen unsere Städte rasant. Jedes Jahr wird in Europa eine Fläche so groß wie die Stadt Berlin in urbanen Raum verwandelt. Die Hälfte davon wird versiegelt. Boden, auf dem nichts mehr wächst. Fruchtbarer Boden ist endlich und deshalb unendlich kostbar. Das haben Investoren und Staaten erkannt. Der Wettlauf um die Böden dieser Welt hat längst begonnen. Landgrabbing. Oft mit zweifelhaften Mitteln für zweifelhafte Zwecke. Millionen Hektar Land wechseln so jedes Jahr den Besitzer. Der Preis? Zerstörte Existenzen, entwurzelte Familien. Und gerade die Ärmsten der Armen. Oft haben sie keine Wahl. Sie zerstören Wald, weil sie Land brauchen, um zu überleben. Dabei brauchen wir gesunden und fruchtbaren Boden mehr denn je. Prognosen zufolge wird sich das für jeden Erdbewohner verfügbare Ackerland bis 2050 halbieren. Aber schon heute gehen 1 Milliarde Menschen Nacht für Nacht hungrig ins Bett. Das sind 1 Milliarde Menschen zu viel. Und es werden täglich mehr, wenn wir den Boden nicht gerecht verteilen. Wenn wir nicht die Erträge auf jedem Stück Acker enorm steigern. Oder einfach eine zweite Erde entdecken. Aber darauf sollten wir uns besser nicht verlassen. Die Problematik der Böden findet nur selten unsere Aufmerksamkeit oder die unserer politischen Entscheidungsträger. Wir sehen die prall gefüllten Regale im Supermarkt und glauben, das gehe immer so weiter. Dabei leben wir auf Pump, auf Kosten des Bodens. Er ist nicht unerschöpflich. Wir heben Geld ab von einem Konto, auf das wir nie einzahlen. Eines Tages wird dieses Konto leer sein. Unser Dispo-Kredit überzogen. Und der Boden am Ende. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wir wissen schon lange, was wir tun müssen, damit der Boden für unsere Kinder erhalten bleibt. Erinnern wir uns. Der Boden ist ein sensibles Wesen, das umsorgt werden will. Keine Fabrik. Jeder Mensch hat ein Recht auf Boden. Dieses Recht muss durch neue Gesetze gesichert werden. Und wir können es uns nicht leisten, unsere Lebensgrundlage unter Asphalt zu begraben. Nun liegt es an uns. Wir müssen die Augen öffnen und Wege finden, unser Wissen anzuwenden. Damit wir nicht eines Tages den Boden unter den Füßen verlieren.